So, und in diesem Sinne, hallo und herzlich willkommen auch wieder zurück hier bei Planet Nomads. Und wir sind ja dabei. Wir brauchen, glaube ich, Eisen, ne? Ich glaube, ich hatte gesagt, wir brauchen Eisen. Hier alles entsprechend nachzuholen und jetzt aufzubauen. Oh, da vorne ist ein großes Eisenvorkommen. Gleich zwei, sehr schön. Super gut, ey. Das können wir sehr gut gebrauchen. Es lohnt sich. Also anscheinend sind diese Felsbrocken wiederkehrende Ressourcen. Also es gibt die anscheinend immer wieder. Finde ich sehr gut. Jetzt immer Sound, oder? Muss ich mir da Gedanken machen? Ich weiß es nicht. Wir kennen uns hier nicht aus auf der Welt. Könnte sein, dass nicht. Ach, das ist dieses Metallding da, was man abbauen kann. Diese... macht diesen Sound. Ja, dieses Ding hier ist das. Hm. Ja. Silikon. Nehme ich gerne. Aber trotzdem seltsam mit diesem Sound, finde ich. Hm? Was es damit wo auf sich hat. Da ist auch nochmal so eins. Hier ist nochmal Silikon. Echt eigentümlich. Das ist echt krass, dass man fast überall Carbon drin hat, ne? Wahnsinn. Schon wieder dieser Sound. Heftig, heftig. Na gut, hier war jetzt nur Carbon drin. Ja, ja, ich will gar nichts von dir. Ich will eigentlich nur hier hin. Und das hier. Holen. Silikon. Ja, für die ganzen Elektronikteile ist es schon besser, wenn wir das jetzt abbauen. Und so viel wie möglich davon schon mal sammeln. Dann müssen wir eigentlich noch so ein bisschen Eisen. Ach, siehste. Ah, schon volles Inventar. Es ist besser, wenn wir es zurückbringen. Hier war jetzt eben von diesem fetten Viech, ich sage jetzt einfach, oder von diesem Koloss von Rhodos entsprechend dieses die Brutstätte. Weil ich immer noch ein bisschen überlegen muss, ob wir den überhaupt angreifen sollten oder das Ding angreifen sollten. Wir wissen es ja nicht, was passiert. Na, mal gucken. Sicher bin ich mir da jetzt noch nicht. So, jetzt machen wir das wieder rein hier. Kurz essen, haben wir ein bisschen Platz. Was? Ich wurde... Ach, weil es roh war. Ah, ja, okay. Gut, also von hier machen wir erstmal vier Stück. Davon wieder ein paar. Und davon auch ein paar. You are well rested. Ja, es geht auch. You are in a so. State. Du-dum, du-dum, du-dum. Sehr gut. Wie weit ist er? Alles fertig. Sehr schön. So habe ich das gern. Ha. Hm, ist auch fertig. Genau. Ach, Mechanik und was ist das andere? Das dann, okay. Hatte ich davon nicht noch eins? Nee. Okay. Davon ein Stück. Ich wollte ja gucken wegen dem nächsten Anzug, ne? Dass wir den Anzug ein bisschen erweitern. Das wäre der hier. Ja, oder der. Aber dazu brauchte ich das und das war Silber, glaube ich, ne? Was ich dafür brauchte. Acht Stück davon. Gut, dann machen wir mal acht Stück davon. Gut, acht Stück davon bauen wir jetzt gerade. Viermal Elektronik und einmal Glas. Mhm. Und am besten noch das Jetpack erweitern. Das wäre... guck mal da. Ich glaube von Kompositteilen. Ich packe erstmal das hier kurz rein. Das wäre ja krass. Also ich brauche Mechanikteile, drei Stück. Und Mark 2 ist das, ne? Mark 2, vier Stück. Oh, Kobalt brauche ich dafür. Hm.
Nicht so gut. Egal, warten wir erstmal kurz und wenn wir dann gleich alles haben. Ja, hier ist halt das echt wichtig, ne? Ja, okay, das dauert jetzt eine ganze Weile, also werden wir entsprechend wieder ein bisschen rasten. Dann rastet der Rostet und so weiter und so fort. Dann kann ich wohl... Das ist echt schade, dass wir das brauchen. Na egal, machen wir aber den neuen Anzug. Wir könnten natürlich auch eine bessere Waffe machen, ne? Ah. Die hier zum Bleistift. Noch geiler als die andere. Ich brauche nur von diesen. Kommt Mark 2, brauche ich 6 Stück. Kobalt müssen wir nur finden. Na egal, wir wollten jetzt eigentlich das machen. Wo finden wir Kobalt? Halt, wie sieht es mit dem Inventar aus? Boah, haben wir noch genug frei. Dann gucken wir mal ein bisschen rum, dass wir vielleicht Kobalt finden. Vielleicht haben wir ja Glück. Irgendwo muss ja welches sein. Aber nicht in der Richtung. Vielleicht da hinten bei diesem verlassenen Nest. Also zumindest wirkt es verlassen. Vielleicht haben wir da ja Glück. Das kann ja wirklich sein. Nee, der ist wieder da. Verdammt. Es war so klar, dass er wieder da ist. Aber guck mal hier, das ist ja von diesen Viechern. Die haben anscheinend ein neues gebaut. Vielleicht ist da Kobalt drin. Da ist ja eigentlich mal alles Mögliche drin. Also gucken wir einfach mal. Ob wir Glück haben. Eisen und so ist drin, aber mein Inventar ist voll. Sehr schön. Klasse. Also mit dem Inventar ist echt ätzend. Ja. Das müssten die definitiv verändern. Aber was heißt verändern? Also mein Inventar ist einfach nur momentan sehr klein. Wenn der andere Anzug jetzt schon fertig ist, könnte ich... Nein, ist noch nicht fertig. Genau, Biomasse. Nee, Biomasse behalten wir noch. Dann packen wir halt alle Teile hier rein. Genau, machen wir es halt einfach so. Haben wir ja genug. Wie sieht's aus? Das braucht noch ein bisschen. Sammle ich jetzt schnell die Sachen ein, bevor die kaputt sind. Doof irgendwie. Ja, schon so ein bisschen. Ich hoffe, ich finde die Stelle wieder, aber ich glaube hier, da ist es. Guck mal. Ja, sehr schön. Bitte sagt, dass der Kobalt mit dabei ist. Carbon. Silikon. Ach, ich drücke immer, weil ich eben Empyreon gezockt habe. Warum lass mich bloß in Ruhe hier? Macht die sowas von platt? Er will ja nur sein Nest verteidigen, ne? Keine Chance, Mann. Tut mir echt leid, Buddy. So ist das aber. Ach. Nee, aber da war jetzt nur... Hier war es Carbon, oder? War das wirklich Carbon, was wir brauchten? Nee, es war doch was anderes, oder? Was ist da anders aus? Weiße Blau schimmern, was da benötigt wurde. So, jetzt renne ich hier quer durch die Butnik. Da hinten sind wieder so ein Nest von diesen kleinen Viechern. Da will ich garantiert nicht in diesen mega nervig. Da ist wieder, glaube ich, Eisen. Silber haben wir noch gar nicht gefunden, ne? Nee. Aber Carbon habe ich ja hier die ganze Zeit. Also es kann nicht Carbon sein. Es muss was anderes sein. So blau schimmernd war das ja. Ha, komisch. Puh. Guck mal, das sieht ein bisschen anders aus als das, was wir sonst haben. Weil, was ist das? Ja, Silikon ist das jetzt. Okay. Hm. Ist auch alles nur Eisen. Mist. Ich
verdammte Axt. Es muss doch irgendwo. Oder war das noch was anderes? Ich weiß es halt nicht mehr. Ich habe jetzt nicht ganz genau darauf geachtet. Ich dachte eigentlich, ich hätte Carbon gelesen, aber. Anscheinend ja nicht. Also richtig Höhlen gibt es nicht, ne? Nee. Das sieht mir nach Silikon aus. Ja. Hm. Also ich gehe mal lieber wieder zurück, weil wir sind jetzt schon sehr, sehr weit weg, also 400 Meter. Ich sage das mal jetzt als Metereinheit, ne? Also ich glaube, dass damit Meter gemeint ist. Und ich finde, wir sollten uns zu Fuß nicht so weit davon entfernen, weil, naja, wir wissen halt nicht, was passiert, was hier alles so noch auf uns wartet. Und bevor dann halt zum Beispiel doch irgendein garstiger, fieser Riesenfisch drin ist, der uns wegrotzt, gehen wir halt lieber wieder zurück. Ich werde aber das Ding jetzt hier mitnehmen. Dass da vielleicht irgendwas drin ist, was wir gebrauchen können. Hm. Komisch. Das ist definitiv nicht Carbon, was wir brauchen. Das ist noch was anderes. Aber was? Ah, da hinten, guck mal, da hinten ist die Basis. Hier, guck mal, das ist schon mal doch so blau. Vielleicht ist es das? Nee, es ist auch nur wieder... Der lungert da immer noch. Ich bin der Meinung, da ist sowas auch drin. Ja, in diesen Nestern hast du halt die größte Vielfalt von Sachen, die man halt bekommen kann, ne? Mhm. Gut, hier oben war auch nochmal so ein Nest. Vielleicht haben wir ja da Glück. Ja. So, mal schauen. Ja, nee, das haben wir hier nicht mit dabei. Ja, stimmt, es ist kein Carbon mehr da drin gewesen. Oder? Doch. Sehr seltsam. So, ich lasse dir mal hier kurz das ganze Fleisch machen. Ist ja auch schon wieder einiges. Genau, so. Und der Anzug müsste ja jetzt fertig sein, das heißt... Wir können den auch anziehen und müssten wir eigentlich mehr Slots haben. Oder? Nee. Hatten wir den schon Mark 2? Oder habe ich ihn jetzt doppelt hergestellt? Verdammt. Sieht fast so aus, ne? Scheiße, ich wusste es. Ja. Ach man, sowas nervt. Hm. Mist, ey. Nee, Kobalt. Siehst du, Kobalt ist das. Genau. Kobalt ist das, was gefehlt hat. Ja, okay. Gut. Dann ist es kein Wunder. Na egal, mach es mal draußen weiter. Hatte man dich nicht irgendwas gesagt wegen Jetpack? Elektronik und davon. Hier, da brauche ich Silikon und das. Ja, lassen wir das erstmal. Mach es mal draußen weiter, würde ich sagen. Genau. Dass wir hier das Fahrzeug fertig kriegen. Also das Rad, genau, ist wichtig. Das muss dann aber andersrum drehen. Rum. Jetzt muss ich das natürlich alles noch miteinander verbinden. Immer in der Hoffnung, dass der Strom da noch ausreicht. Das wäre wirklich so bitter, wenn das nicht so wäre. Also ich habe keinen Rahmen. Okay. Jetzt hatte ich den Rahmen gebastelt. Anscheinend nicht. Also wir haben wohl alles gebastelt, aber keine Rahmen. Sehr seltsam. Also ein bisschen. Na gut. Dann werden wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. In diesem Sinne, bis dahin. Oh ja.